Hallo zusammen, heute machen Gerogon und ich ein neues Factorio Vanilla Video und ich würde sagen, wir fangen an, damit die Labore zu platzieren. Oder haben wir das schon gemacht? Nee, haben wir noch nicht. Hallo zusammen. Und wir haben auch wieder die Rollen getauscht. Also das heißt, Sophie ist jetzt am Steuern und ich werde nebenbei so ein bisschen rumklugscheitern. So, die Labore sind die knubbeligen Dinger, ne? Ja. Yep. Genau, die müssen auch... Ich würde sagen, die tun wir auch dahin zum Schnellzugriff. Okay. Weil die braucht man häufig. Ja, wir sollten schon so... Also zwei für den Anfang sind okay. Aber später braucht man schon so 4 oder 8 Stück davon. Wohin? Da, wo du jetzt stehst, ist eigentlich ganz okay. Also okay. Hier bei den Strommasten mittig drüber und drunter. Mittig. Genau. So. Oh, was war das? Das kenne ich noch gar nicht. Was war das? Ja, ich bei... Da habe ich, warte, wenn ich da dann draufklicke, warte, also... Beim Platzieren war das, glaube ich, oder? Ja, komischerweise schon. Da muss man da draufklicken und kann dann da dann gucken, was man machen möchte. Zuerst forschen. Achso, das ist der Tech Tree. Ja, okay. Ich glaube, normalerweise drück nochmal E, dann kommst du, glaube ich, raus. E? Ja. Jetzt drück mal T. T? Ja, oh. T kommt man auch dahin. Okay. So war das damals in meinen alten Versionen, die ich so gespielt habe. Cool, bessere Labore. Ja, die arbeiten dann schneller. Wenn mit der Maus drüber geht. Erhöht Leistung. Erhöht leistungsfähigere Forschungspraktiken. Und Effekt ist so ein Plus. Ja. Wahrscheinlich für besser, besser. Ja, aber das brauchen wir nicht, brauchen wir später. Das da drüber könnten wir brauchen, die Fabriken. Das meinst du auch vorhin. Ja. In der Vorbereitungsphase. Das ist auch gleich zu Anfang da. Ja, du kannst auch schon starten. Forschung starten. E. Tränke haben wir bereits 15. Da tun wir... Soll ich da alle reintun? Ja, tu alle rein. Also normalerweise würde ich es dann aufteilen auf beide Dinger. Aber jetzt am Anfang gehen die so schnell weg. Siehst du ja richtig, der Balken... Da oben. ...huscht da richtig durch. Und da werden 15 auch reichen. Ich glaube, 10 braucht man ja. Trotzdem, unser Männchen craftet gerade nichts. Da könntest du einmal E drücken und ein paar Tränke in Auftrag geben zum Beispiel. Und auch noch Ärmchen, ein paar, damit alles ein bisschen vorhanden ist. Genau, 15 reichen erstmal. Die brauchen da auch ewig, sieht man auch. Die Zahnräder gehen super schnell, aber die Tränke selber brauchen lange. Ja, steht da 5,5 Sekunden. Die Tooltips sind echt besser geworden in der Vanilla-Version. Das ganze, die ganzen Fenster, das Interface. Gefällt mir sehr. Gucken wir da mal rein. Oh! Ja, aber jetzt nicht zugucken, wie das fertig wird. Das ist vollkommen unproduktiv. Stattdessen solltest du vielleicht noch einen Schwung Kupfer einsammeln, einen Schwung Eisen einsammeln. Gucken, ob vielleicht noch Kohle da ist zum Abholen. Die Kiste bei der Stromgewinnung neu mit Kohle füllen. Und solche Sachen alles. Backseat Gaming ist toll. So. Davon holen wir mal was. Kennst du den Steuerungstrick noch? Ja, habe ich vergessen. So, den mache ich dann aber, wenn ich da rauskomme, bei dem anderen Mal. Da konnte man gerade auch ganz gut sehen, dass wir keine Mods installiert haben, weil sonst wäre Squeeze Through mit einer der ersten Mods gewesen. Mit Squeeze Through kann man sich so durchs Ecken so durchquetschen. Dann bleibt man nicht so viel hängen. Ist aber praktisch. Ja. Klingt jedenfalls so. Hast du jetzt alles rausgeholt? Ah, nein, habe ich glaube ich nicht. Ah, okay. Das ist fertig? Jo. Gut. Was machen wir als nächstes? Was erforschen wir? Waffen. Müsste links sein. Musst du links in der Menü da auswählen. Da? Nee. Das ist das in der Mitte. Mitte oben. Mitte oben? Ja. Militär. Okay. Dafür braucht man 15 Stück nur. Einmal habe ich was bei den Übungen gebaut, was 100 brauchte, gefühlt. Ja, in meinem anderen Projekt, da braucht man später Zehntausende von den Tränken. Oh. Ja, muss man riesige Fabriken verbauen. Aber drück mal Forschung starten. Dieses Spiel geht weiter und wir werden sonst irgendwann von den Beißern angeknabbert. Ja. Und das wäre nicht so toll. Mm-mm. Momentan hast du nur eine Pistole. Gleich kannst du ein Maschinengewehr. Oh. Das schießt ein bisschen schneller. Davon haben wir jetzt 15. Soll ich noch mehr bauen?
Ja, nochmal noch einen Schwung davon. Also, dass unten links die Quer-Quer, also die Warteschlange, immer schön voll ist, dass da irgendwas drin ist zum Arbeiten. Dann ist das Männchen schon mal ausgelastet und währenddessen sollten wir als Spieler immer hin und her huschen und die Sachen dahin bringen, wo sie hin sollen. Entweder das oder du planst schon mal so eine Automatisierung. Zum Beispiel, dass die Kohle von ganz rechts automatisch zu den Boilern gebracht wird. Aber da brauchst du sehr viele Fließbänder für. Und gerade habe ich davon gar keine. Mal sehen. 97. Kannst du bauen. Die brauchen nur Eisenplatte und Zahnrad. Und ein Zahnrad ist auch nur zwei Eisenplatten. Ja. Und es sind zwei. Achso, steht zwei auf einmal her, ja. Dann mache ich mal gleich mehrere davon auch. Und da können wir die jetzt gleich bauen. Ja, dann würde ich auf jeden Fall eins bauen für Zahnräder. Ja. Das heißt, du machst dann das Ding irgendwo hin und dann eine Kiste zum Reinlegen, eine Kiste zum Rauslegen. Ja, das ist praktisch und klingt gut. Oh, du könntest jetzt in die untere da auch die Tränke reintun. Dann hast du oben und unten welche. Das geht ja noch schneller. Ja. Sieht das nur so aus, oder kann man damit dann auch mehrere, wie heißt das, Pistolen und Gewehre bauen? Verschiedene. Also es gibt eine Schrotflinte und ein Maschinengewehr, das schnell schießt. Es sind nur unterschiedliche Waffen, aber beide sind völlig okay. Ich würde eher das Maschinengewehr nehmen, weil das benutzt dieselbe Munition wie die Pistole, die du gerade hast. Ah, das bedeutet, ich könnte die Munition von der Pistole dann auch da rein tun. Ja. Richtig? Genau. So, jetzt kannst du das Ding auch schon bauen. Ja. Was als nächstes? Munition? Oder was ist das? Das ist, wie viel Schaden du machst. Nee, ich würde mal. Oh, Rüstung. Ja, das wäre praktisch, aber da brauchst du was anderes. Klick mal drauf, dann siehst du, was du dafür brauchst. 30. Nee, das ist rot hinterlegt, das heißt, du brauchst davor noch irgendwas. Rot hinterlegt? Naja, die anderen Sachen oben haben so ein gelbes Feld dahinter. Oh, stimmt. Das bedeutet Effekte, da ist nur ein Anzug. Nee, also. Oder ein Rucksack. Erklärmodus, ich übernehme die Maus. Also hier, das Grüne heißt, du hast es schon erforscht, das ist fertig. Das Gelbe heißt, du kannst es erforschen. Und das Rote heißt, du kannst es gerade nicht erforschen, sondern du brauchst vorher die beiden, wo diese gestrichelten, die Linien dahin führen. Mhm. Das heißt, bevor du schwere Rüstung erforschen kannst, brauchst du erstmal die Stahlverarbeitung. Okay. Das heißt, das machen wir einfach mal. Jo. Plopp. So. Das braucht nur 5. Sind wir gleich fertig fast? Nee, das ist leer. Echt? Okay. Ja, weil während wir hier am Schnattern sind, ist das alles leer geworden. T. Mhm. T oder E oder Escape. T. Das ist nicht leer. Oh. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Mein Fehler. Das Spiel hält jetzt anscheinend an, während man in dem Forschungstree drin ist. Anscheinend. Also noch anwenderfreundlicher. Wobei es in der Hinsicht ganz gut ist. Das ist gut. Da kommen jetzt die Maschinen. Die Fabriken, genau. Fabriken. Ja, was würdest du jetzt als nächstes mit den Fabriken machen wollen? Was braucht man häufig? Häufig braucht man also Zahnräder, wie Gerogon schon gesagt hat. Und ich würde sagen auch rote Tränke, allgemeine Tränke, wenn wir die Grünen dann erforscht haben. Ja, ich würde dazu noch vielleicht Munition. Ja, die nehmen. Ist am Ende auch wichtig. Ja, vor allem wenn wir Türme haben, die müssen noch durchgehend damit befüttert werden. Apropos Munition, das Gewehr würde ich als erstes bauen. Das, falls gleich der erste Beißer ankommt, die sind noch nicht schlimm am Anfang. Das obere, einen nach oben, einen nach rechts. Da, Maschinenpistole. Und davon auf welche, richtig? Nein, das ist Schrotpatrone, das ist für die Schrotflinte. Die gelbe Munition, denn? Die du auch schon hast. Ja. Die ist für das Maschinengewehr und für die Pistole. Also davon ruhig noch 10 Stück oder so herstellen. Ja. Lieber mehr. Und du musst die auch noch anlegen. Die müsste jetzt neben der Pistole das einmal anheben mit der linken Maustaste und dann da, wo die Pistole ist, hinlegen. So, und die Pistole kann eigentlich weg, ja. Mhm. Habe ich jetzt daneben gelegt. Ja, jetzt mach das mal zu und dann kannst du mal eine Schießübung machen. Geh mal runter zu dem Baum. Und runter links. Zu dem Baum, okay. Oh. Das andere links. Ja. So, und bleib stehen. Geh mit der Maus über den Baum und drück mal, ich glaube C müsste das sein.
C. Genau. Ja, und wenn gleich so ein Viech angekrabbelt kommt, das fängt dann an dir zu knabbern, aber das macht nicht so viel Schaden, das ist auch nicht gefährlich oder so am Anfang. Da musst du einfach nur mit der Maus in die ungefähre Richtung von dem Ding zielen und dann C drücken. Leertaste müsste bei Gegnern auch gehen. Also bei Bäumen und Steinen muss man halt C benutzen, aber ich glaube, Leertaste geht sonst auch. Ist bei mir aber auch schon eine ganze Weile, nee, bei Bäumen geht's nicht. Ja. Ist bei mir halt auch schon eine ganze Weile her, weil das, was ich momentan spiele, das mit dem C-Block, nennt sich das ja, okay. Da gibt es nicht wirklich Gegner. Die das ist dann quasi nur bauen, 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 bauen? Ganz, ganz viel bauen. Okay. Also es gibt auch Gegner, aber die bewegen sich nicht, das ist ein bisschen einfacher. So, du machst gerade gar nichts. Ja, ich mach gerade nichts. Bis auf Reden. Aber da macht der ja nichts. Hier noch mehr rein. Und dann mehr davon bauen. Wo haben wir die Maschinen? So. Ich will sie unten in die Leiste einmal reinpippen. Genau, okay. Dass sie schon mal da sind und danach dann auch noch platzieren. Wohin sollen die denn? Ich würde die hier neben bauen. Also da, wo Strom ist. Da? Ja. Okay. Erste Maschine. Aber jede Maschine braucht auch viel Platz. Ja, für die Ärmchen zum Reinlegen und Rauslegen. Dahin? Ja, und dann eine in die Ecke und eine in die andere Ecke. Nein, nein, nein. Von dem blauen Kreis, wo du gerade stehst. Ein Feld nach rechts noch. Ja, so würde ich das bauen. Oh je. Wenn es dir zu eng ist, dann baue es aber woanders hin. Aber du musst halt gucken, da ist jetzt keine... Nee, doch, das ist noch genau an der Ecke. Ja, für ein Ärmchen. Zum Reinlegen, aber nicht zum Rauslegen. Mhm. Und du kannst einfach noch einen Pfosten dahin stellen, das geht dann auch. Ja, dazwischen. Ich habe ja noch... ein. Ja. Mhm. Okay. So, den nehme ich dann mal wieder weg. Die haben wieder nichts. Die gebe ich dann mal dem. Da sind wir auch schon über die Hälfte fertig damit. Und das sieht so aus. Du hast noch nichts bei den Fabriken eingestellt. Ja. Dann tippe ich jetzt mal auf die Fabriken. Was sollen wir denn einmal machen? Die Zahnräder? Das klingt gut, richtig? Ja, Zahnräder sind sehr wichtig. Die brauchen wir für sehr viele Sachen. Gut, Zahnräder. Dafür brauchen die Maschinen selbst Eisenplatten. Die muss man da auch entweder mit Fließbändern hinbefördern oder da immer wieder mal wieder zwischendurch hingehen und die denen dann geben. Aber dann muss man halt immer wieder dahin. Ja, oder halt ein Zwischenschritt sind Kisten. Du kannst aber eine Kiste hin tun, dann befüllst du einfach nur die Kiste. Stimmt. Das meinte ich vorhin mit einer Eingangskiste, wo dann das Metall reinkommt, und einer Ausgangskiste, wo dann die Zahnräder drin liegen, dass man jederzeit die Zahnräder abholen kann. Mhm. Wie wär's mit einem Radar? Dann wissen wir... Nee. Okay. In den Fabriken solltest du nur Dinge herstellen, die man regelmäßig braucht. Weil ein Radar kannst du einmal bauen, dann ist fertig. Da brauchst du nur so ein paar von. Handfeuerwaffen? Munition? Ja, die Munition. Du wolltest aber, glaube ich, was anderes auch noch machen. Was dir vielleicht wichtiger ist. Tränke. Ja. Tränke war das. Genau. Und dann würde ich sagen, dass die denen dann immer wieder mal wieder Zahnräder abgeben. Rübergeben. Denn die brauchen auch. Das ist, glaube ich, zu weit weg. Okay. Die müssten näher beieinander stehen dann. Die Maschine. Oh, was für ein Zufall. Genau da, wo der Papa das vorgeschlagen hat. Ja. Wow. Und jetzt passt es nicht. Doch. Weiter oben, da. Ja. Doch, stimmt. So, und dann... Oh! Die gebe ich dann gleich denen. Hat aber ganz schöne Reichweite, der Mann inzwischen. Ja. Düt, düt,
So, probieren wir jetzt den Steuerung-Trick wieder. Also Steuerung, der linke Taste müsste eigentlich alles... Das war die rechte Taste. Das war die... Falsche Taste. Kiste. Ja. Aber so wurde auch alles aufgehoben. Also passt das schon irgendwie. Aber da sind noch zwei Kisten. Da kannst du nochmal testen. Okay. Genau, das ist jetzt alles auf einmal rausgenommen worden. Ja. Gut. Dann, ja. Bei den Fabriken kannst du noch ein bisschen optimieren. Oh. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Ich habe viel rausgenommen. So viel steht fest. Da tue ich Neues rein. Das passt noch 100 rein. Dafür ist die Kiste dann ja gedacht. Mhm. Wenn ich jetzt zum dritten Mal erwähne. Dann baue ich jetzt halt eine Kiste. Wenn es sein muss. Ich würde gleich mehr davon bauen. Mache ich gleich. Die sind gut. Die langen, sind schnell. Ja. Sind die wirklich schneller als die anderen oder nur länger? Ich glaube, die sind sowohl als auch. Da unten steht Drehgeschwindigkeit 432 Grad pro Sekunde. Mit Grad hast du in der Schule noch gar nicht gearbeitet, ne? Doch, habe ich. Oh, okay. Also 90 Grad, 180 Grad. Ja. Das, okay. Das hier ist mehr. Das ist mehr als einmal das ist komplett besser. Rum. Okay. Braucht dafür aber auch 7 Eisen und 1,5. Ja, musst du wissen. Ich würde sagen, wir bauen davon jetzt einmal an und mehrere von den anderen. So, aber das ist jetzt so einmal gut. Zurück, abbauen, Kiste. Ich glaube, die haben sogar so eine Reichweite. Da habe ich den. Ein bisschen weniger. Hm, ja, ein Feld. Ein Feld. War das da? Ja, da passt. Gut. Und dann. Selbst wenn es unordentlich ist. Ja, später kann man es immer noch ordentlich machen. Ja. Hast du schon geguckt, ob es funktioniert? Nö. Bevor du jetzt alles reinwirfst. Guck mal zu der Fabrik, klick da rein. Er hat ganz viele Zahnräder am Aus. Ne, das war schon richtig, hättest du drin lassen können. Ja, aber jetzt guck mal zu der anderen Fabrik. Momentan stellst du ja Zahnräder her und die Zahnräder werden rübergebracht zu der Fabrik. Die Fabrik hat genug Kupfer und genug Zahnräder. Die arbeitet einfach jetzt fleißig vor sich hin. Da muss man einfach nur noch warten. Ja. Aber ihr fehlt und noch eine Kiste für Kupfer der zweiten Fabrik. Ja, und ich glaube, wir brauchen da auch eine Kiste für die roten Tränke. Ja, das stimmt. Da einmal hin. Und ich würde sagen, einmal drehen von da nach da. Haben zwar beide keinen Strom, aber dann gehe ich einmal da zu dem Baum, den ich vorhin angeschossen habe. Ah, sie regeneriert. Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Hm. Wusste ich auch nicht. Abbauen. 4 Holz. Oh, 28. Und dann noch 2. Ja. Ich davon ein paar. Ja, das ist ja eigentlich auch nur ein Baumstamm mit ein bisschen Kupferdraht drumherum gewickelt oben. Ja. Nein, das will ich nicht. Ich will nach oben. Und ja, die WA ist die Fingerboden noch nicht ganz voll entwickelt. Das machen die Finger ja quasi automatisch, da wieder einen Weg hinfinden. Da mache ich einmal einen hin und... Und da das jetzt noch ins Nichts führt und ich die kannst Q drücken, dann verschwinden die Sachen aus dem Cursor. Q? Ja, wenn du es gerade in der Hand hast, dann Q drückst, dann ist es wieder weg. Du musst nicht jedes Mal unten hinklicken. Dann nehme ich eben Holzkisten. Die sind jetzt im Inventar. Ja. So, da werden jetzt die fertigen Tränke rausgelegt. Aber die Fabrik bräuchte auch noch eine Kiste. Kannst du gleich in der Hand lassen. Hast du ja auch schon ein Ärmchen für hingebaut. Ja. Da muss nämlich noch was rein.
Ja, und zwar, das war Kupfer. Kupferplatten. Warum geben die denen nicht mit neue Eisenzahnräder? Die werden gerade nicht gebraucht, weil der Output, also das, wo es rausgeht, ist noch voll. Wenn es gleich leer ist, jetzt 3, 2, 1, blub, dann fängt es wieder an zu arbeiten. Gut. Das heißt, er legt nur die Sachen von der Zahnradfabrik in die Trankfabrik, wenn die Trankfabrik auch wirklich was braucht. Ja. Und wenn der Ausgang nicht verstopft ist, quasi. Das ist gut. Und praktisch. Du So. wolltest in die Kiste noch Kupfer legen, glaube ich. Ja, ich guck da noch mal vorbei. Die Seite. Wow. Ja, 1000 Kupferplatten hast du jetzt, das sollte reichen. Das sollte reichen. Jo. Es sind gefühlt mehr. Kannst du einfach auf Steuerung drücken, dann tust du alle rein. Also Steuerung und dann auf die Kupferplatten links. Das ist rechts. Links, genau. Ja, genau. Also wenn man Steuerung rechts macht, legt er die Hälfte rein. Wenn man Steuerung links macht, legt er alles Jetzt verstehe ich's. rein. Okay. Das sollte es noch für diese Folge gewesen sein. Wir haben die Fabriken aufgebaut. Wir sollten vielleicht nächste Folge so ein kleines Fließband machen von der Trankkiste zu den Laboren. Ja, das klingt gut und ich würde sagen, damit endet dann dieses Video. Wir haben zwei Labore, das ist jetzt der Stand und ich würde sagen, tschüss, bis nächstes Mal. Bye bye.